Unsere heutigen Studiogäste sind die Gesichter einer neuen Torwartakademie, die zukünftig die Stars von morgen ausbilden werden. Wie genau Sie dieses Ziel erreichen wollen, erzählen Sie uns im Elbblick TV Talk. Ich begrüße ganz herzlich Fabian Lukassen und Marcel Kindler. Hallo ihr beiden. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier in der Welt des Amateurfußballs bei Elbblick TV. Bevor es losgeht und wir über das große Projekt sprechen, über die Torwartakademie, verratet uns einmal, was ihr genau macht. Ja, ihr seid ja beide noch aktive Fußballer, aber nicht nur im Hamburger Fußballverband. Fabian, erzähl du einmal. Ja, ich bin in Schleswig-Holstein tätig, seit 2 Jahren beim SV Eichede. Bin da aktuell Co- und Torwarttrainer und noch Stand-by-Spieler. Also wenn Not am Mann ist, dann bin ich da. Okay, und wie läuft es gerade sportlich seit der letzten Saison abgestiegen? Ja, wir sind leider letzte Saison aus der Regionalliga abgestiegen, sind jetzt aber wieder oben dran, sind Zweiter in der Schleswig-Holstein-Liga. Ja, und ich bin zuversichtlich, dass es wieder nach oben geht. Also Ziel Aufstieg? Ja, auf alle Fälle. Okay, ja gut, da drücken wir natürlich die Daumen. Wie sieht es bei euch aus, Marcel, beim SV Lurup spielst du? Wir haben ja nur 30 Spiele, das heißt, die Saison ist dann nicht mehr ganz so lang. Und ja, deshalb wollen wir mal gucken, was da am Ende bei rumkommt. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir am Ende der Saison ja, relativ weit oben stehen werden. Bildest du auch Torhüter auch aus? Bist du Spieler oder? Nee, ich bin derzeit nur Spieler und ja, im Moment gar nicht so im Trainerstab irgendwie integriert oder so. Sicherlich als Führungsspieler ist man da immer irgendwie mit involviert, aber ja, nicht so aktiv als Trainer, Co-Trainer, so wie Fabian. Aber das soll sich ja in Zukunft ändern, denn meine beiden Studiogäste verbindet. Ja, sie spielen nicht im selben Fußballverband, aber sie verbindet ein gemeinsames Projekt, eine neue Torwartakademie, die im Frühjahr nächsten Jahres neue Talente ausbilden soll. Was ist das genau für eine Torwartakademie? Marcel, kannst du ja einmal erzählen, worum geht es genau? Ja, da geht es darum, dass sich junge Torhüter oder dass wir junge Torhüter da ausbilden wollen, und zwar im Bereich im Großraum Hamburg. In Schleswig-Holstein ist das ja soweit schon angelaufen und auch sehr erfolgreich. Fabian, wie genau wird es dann in dieser Torwartakademie vonstatten gehen? In Schleswig-Holstein hat sich ja das Ganze etabliert. Seit 2010 gibt es ja diese Torwartakademie schon. Was sind so die Key Facts? Wie genau ist so der Rahmen? Also es geht immer los mit einem Grundkurs. In dem Grundkurs können sich höchstens 12 anmelden. Dann entscheidet der Torwarttrainer die Größe der Gruppen, wie trainiert wird. Und in diesem Grundkurs geht es halt erstmal um die Basics. Ja, da geht es um die Fangtechniken, um das Fußballspiel mit dem Fuß, also wirklich um die einfachsten Dinge des Torwartspiels. Das heißt, da kann auch jemand hingehen, der noch nie im Tor gestanden hat? Da kann auch jemand hinkommen, der noch nie im Tor gestanden hat. Mhm. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich mal ein Mädchen dabei hätte. Okay, ja. Gerne, das war jetzt mal ein Aufruf. Also, wieso gibt es so selten Mädchen, die zu euch kommen? Ja, also ich hatte jetzt noch keins und da würde ich mich einfach mal freuen, weil bei uns in Eichede gibt es auch Frauenfußball. Mhm. Und es ist ja doch interessant, wie sie sich dann teilweise bewegen. Ich kenne auch eine Frau, die Torwarttrainerin ist. Und das finde ich einfach mal interessant, einfach mal auf was anderes zu sehen, wie sich Frauen da verhalten. Mhm. Ja, gern. Das ist ja mal ein Ziel, was man ausgeben kann. Mal sehen, wer sich da so meldet. Aber über diesen Grundkurs hinaus gibt es ja noch weitere Kurse, eine Art Leistungskurse, Aufbaukurse kann man sie ja nennen. Genau, also aus dem Grundkurs heraus ist das nächste Ziel für die Torhüter, in den Aufbaukurs zu kommen. Das entscheidet aber je nach dem Grundkurs, also nach dem Grundkurs entscheidet das der Trainer, wer sich dafür eignet. Mhm. Das Wichtigste ist, um in den Aufbaukurs reinzukommen, musst du wirklich alle Basics beherrschen. Und dann hast du die Möglichkeit, in den Aufbaukurs reinzukommen. Der Aufbaukurs ist auch höchstens nur noch 3 Leute. Mhm. Der geht immer 1,5 Stunden und ist sehr intensiv. Das Ziel ist dann wirklich, Talente zu finden, die es dann womöglich in den Profibereich schaffen. Das ist ja wirklich das oberste Ziel dann, bei euch in der Torwartakademie. Marcel, wie wollt ihr es dann erreichen, also in eurem Training? Wie sieht das Training genau aus, um dann wirklich dieses Ziel dann auch umzusetzen? Naja, also ich denke, man muss erstmal sehen, was sind da für Voraussetzungen da? Was können die Jungs schon? Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ne? Man kann natürlich einen jungen Torwart nicht so trainieren wie einen älteren Torwart. Da muss man dann halt schon sehen, dass man das ein bisschen anpasst. Und ja, also man guckt halt, was können die? Und dann danach richtet man dann mehr oder weniger sein Training aus, weil man möchte die ja verbessern. Ne? Mhm. So, man möchte denen ja was mitgeben, was beibringen aus der Erfahrung und so weiter. Und ja, dann muss man halt mal
muss man halt mal sehen, wie die sich dann auch entwickeln. Ich frage mich, es gibt ja so das DFB-Stützpunkttraining beispielsweise, ne, im Hamburger Fußballverband, beim SHV. Worin unterscheidet sich die Torwartakademie? Warum sollen Vereine ihre Torhüter zu euch schicken, anstatt dann an diesem Training teilzunehmen? Was ist der größte Unterschied, um das einmal nur kurz und knapp zu erwähnen? Das werden sich sicherlich die Zuschauer fragen. Wir geben Torwarttraining. Die Vereine und die Stützpunkte leider nicht. Ja. So einfach ist es. Also das heißt, die Trainer sind, würdest du sagen, besser ausgebildet, auf einem höheren Niveau, kann man das so plakativ sagen? Das Problem ist, wenn du zum Beispiel beim Stützpunkttraining bist, da wird für Torhüter ja gar nicht gearbeitet im Hamburger Bereich. Also ich bin hier sehr gut unterwegs und ich kenne mich auch aus, mhm, und gucke mir auch gerne die Trainings an. Das ist halt wirklich nur Spielertraining. So. Und die Torhüter, die sind da und müssen halt das Spielertraining mitmachen. So, und für den Torhüter finde ich es schon wichtig, wenn da regelmäßig Torwarttraining vonstatten wäre. Ne? Also es wäre, mhm, auf jeden Fall sehr interessant. Das heißt, du selber warst ja auch früher auch natürlich aktiv, warst schon immer Torhüter gewesen. Hat dir das auch gefehlt in dem Verein damals, so wirklich so eine Torwartakademie, so ein Training? Oder beziehungsweise was hat dir genau gefehlt, um halt weiterzukommen? Also was ist das, was du den Kindern halt weitergibst? Also eine Sache, die dir selber in der Vergangenheit gefehlt hat? Ja, ich bin ja erst relativ spät Torwart geworden, mit 14 mhm. Jahren. Ging dann aber ratzfatz, innerhalb von 2 Jahren war ich Nationalspieler. Daher hatte ich in Anführungszeichen das Glück, mhm, ich hatte zwar die ersten 2 Jahre, als ich auf dem Dorf gespielt hatte, kein Torwarttraining, beziehungsweise hat sich da ein Freund drum gekümmert und natürlich beim HSV hast du dann regelmäßig Torwarttraining bekommen. Mhm. So, aber das, ich weiß es halt, in den kleineren Vereinen auf dem Lande, auch selbst in Hamburg, gibt es wenig, sehr, sehr wenig Torwarttrainer. Und wenn überhaupt, haben die Torhüter Training halt von Co-Trainern, Trainern, die meinen zwar alles zu wissen, aber wirklich leider keine Ahnung vom Torwartspiel haben. Mhm. Das finde ich halt schade. Okay, das wollt ihr jetzt ändern in der Torwartakademie. In Hamburg soll das Ganze aufgebaut werden ab nächstes Jahr im Frühjahr. Wie ist da der Stand der Dinge? Weil der Start war so ein bisschen holprig angelaufen in Hamburg. Ja, eigentlich wollten wir dieses Jahr schon damit beginnen, aber in Hamburg ist es sehr schwierig mit Plätzen, da einen Platz zu bekommen. Es ist ja nicht damit getan, dass man jetzt einen 16er oder eine Ecke am 16er bekommt, sondern man braucht ja auch Material, Tore, Bälle und ne, sowas alles. Und ja, aber zuallererst braucht man mal einen Platz. Dadurch, dass die aber sehr stark frequentiert sind hier in Hamburg, ist das ganz, ganz schwierig. Das heißt, ihr habt noch keinen Platz gefunden? Derzeit nicht, nein. Okay. Ist halt nicht so einfach. Also in Schleswig-Holstein ist es so, vielleicht auch ein bisschen einfacher. Da sind die Vereine dankbar, wenn sie Torwarttraining bekommen können oder es anbieten können. Da gibt es auch überhaupt keine Probleme. Also da hast du relativ schnell einen Platz. Wenn du ihnen das erklärst, finden die das echt überragend. Und die schicken sehr oft auch ihre eigenen Torhüter dahin. Ja. Und das finde ich gerade besonders gut. Ja, in Hamburg ist es ja so auf jeden Fall, dass Plätze Mangelware sind. Deswegen ein kleiner Aufruf an die Vereine, wenn es Vereine gibt, die Kapazitäten haben, freie Plätze haben, auch Material vielleicht haben, die die Jungs dann auch mitbenutzen können, gerne eine E-Mail schreiben an redaktion@elbpeak.tv. Wir leiten alles weiter. Vielleicht meldet sich ja auf jeden Fall jemand, um euch dann auf jeden Fall zu unterstützen. Wir haben gesagt, da kann sich jeder anmelden bei der Torwartakademie. Das heißt, niemand ist ausgeschlossen, man muss sich in einem Verein angemeldet sein. Frauen, Kinder, Jugendliche, auch ohne Erfahrung, jeder kann dabei sein. Und die Vereine müssen keine Angst haben, dass ihr die Torhüter abwirbt. Nein, also nein. Es ist vielleicht auch ein zusätzliches Training und das dem Verein dann auch zugutekommt, den Mannschaften, dem Amateurfußball. Also wir sind da wirklich neutral, sondern uns geht es da wirklich nur um die Jungs und Mädels, dass wir die Torhüter ausbilden können und die Vereine haben da überhaupt keinen Nachteil von. Das ist ja gerade nur positiv für die. Mhm. Ja, ganz im Gegenteil. Ne? Ja. Eigentlich nur Vorteile. Was ist das denn? Ihr beide habt ja auch Profi-Erfahrung, du hast selbst erwähnt, du warst Nationalspieler, hast auch im HSV früher gespielt. Diese Erfahrung, wie wollt ihr den an den Nachwuchs weitergeben? Also gibt es da so ein paar Tipps, die ihr jetzt ganz kurz sagen könntet, für den Torwartnachwuchs, die es vielleicht dann auch wirklich in den Profibereich schaffen können? Was muss man beachten? Wenn ich schon zwei erfahrene Männer hier habe, dann kann man ja einmal ganz kurz das erwähnen. Also ich denke, ganz wichtig und die oberste Priorität ist Ehrgeiz und Wille. Also ich glaube, ohne dem geht als Torwart, glaube ich, gar nichts, weil es ist schon auch eine große Quälerei. Das muss man sagen, wenn man gut werden will, dann muss man sich einfach auch mal quälen, gerade als Torwart. Das sind teilweise Schweineübungen, die man da machen muss und so. Aber das ist, glaube ich, das Primäre, was man haben muss. Und dann, was natürlich nicht von der Hand zu weisen, ein bisschen Talent sollte schon auch dabei sein. Würdest du sagen,
dass es auf jeden Fall hilfreich ist, wenn es so ein spezielles Training für Torhüter gibt, die wirklich das Angepasste ist wirklich auf die Torhüter, weil du hast ja gesagt, in dem Verein ist es oft so, dass die Torhüter dann so ein bisschen vernachlässigt werden. Also ist es dann von Vorteil, wenn man wirklich das Ziel hat, Profi auch zu werden oder es höher in höhere Ligen auch zu schaffen, dass man so ein Torwarttraining auch bekommt und sich da an sich arbeitet? Klar, auf alle Fälle. Also es gibt viele, ich selbst ältere fragen manchmal an, die einfach nochmal hochkommen möchten und fragen dann, was kann ich besser machen? Ja, und ich finde, das ist immer ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, wir hatten jetzt auch, glaube ich, Anfragen aus der Regionalliga, aus der A-Jugend-Regionalliga oder A-Jugend-Bundesliga. Die haben selbst da kein Torwarttraining und das finde ich dann echt schade. Sehr gut, also zwei Vorbilder auf jeden Fall, die zukünftig in der Torwartakademie die Torhüter von morgen ausbilden werden. Nochmal ganz kurz, macht ihr das hauptberuflich am Ende, wenn man so ein bisschen, oder habt ihr noch einen Hauptjob? was macht ihr noch, außer dann wirklich dieses Training dann zu geben? Wie ist es bei euch privat oder auch im Job noch? Gibt es noch einen anderen Job? Ja, ich bin Versicherungsfachmann, okay. Mach aber es schon sehr, sehr intensiv. Also ich gebe sehr, sehr viel Torwarttraining. Mhm. Also so eine Leidenschaft dann auch, die man dann so ein... Also der Mittwoch ist meistens so mein Tag, da könnte ich so den ganzen Tag so auf dem Platz stehen. Oder stehe ich meistens so den ganzen Tag auf dem Platz. Mhm. Ansonsten... Bleibt denn noch Zeit für was anderes, für Hobbys? Ja doch schon. Ich Wochenende nehme ich dann auch ganz gerne mal mit, ja. Aber hat auch dann eher mit Fußball zu tun. Ja, es ist, also ich bin noch viel in Sachen Fußball unterwegs, auf alle Fälle. Wie sieht es bei dir aus, Josef? Ja, ich arbeite auch bei der Versicherung. Und aber bei mir ist es noch nicht so mit dem Torwarttraining, weil ich ja noch relativ aktiv auch dabei bin. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und uns erzählt habt von der Torwartakademie, von diesem Projekt. Die zwei Jungs brauchen auf jeden Fall noch Unterstützung. Also der Hamburger Fußballverband, wenn er aufmerksam geworden ist, kann sich gerne bei uns melden. Vereine, die Kapazitäten haben, Plätze haben, unterstützt die Jungs, das ist eine gute Aktion. Ihr geht natürlich auch nicht mit leeren Händen nach Hause. Jeder Gast wird beschenkt und zwar haben wir uns was Tolles ausgedacht. Zwei Trinkflaschen, die kann ich schon einmal übergeben. Bitte Dankeschön. Schön. Und zwei Proteinriegel. Ja, herrlich. Von unserem Partner Body Attack. Okay, Dankeschön. Ja, damit ihr die genötige Kraft habt auf jeden Fall fürs Training, um den Jungs dann auch gute Sachen beizubringen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für das Projekt. Ja, wir wünschen euch viel Erfolg. Danke. Gerne. Das waren Fabian Lukassen vom SV Eichede und Marcel Kindler vom SV Lurup, die ihre Erfahrungen an den Torwart-Nachwuchs weitergeben wollen mit einer Ausbildung für Nachwuchskeeper, die primär leistungsorientiert sein soll. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.